Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Tomcat und wie ihr seht, nicht auf der Pantico, sondern auf der Landwirtschaft Extrem. Wir stehen hier vor unserem schicken kleinen Häuschen. Warum bin ich hier? Und zwar ganz einfacher Grund. Mich hat ein Bekannter um Hilfe gebeten, und zwar der Tizian. Er sei auch gegrüßt an dieser Stelle. Ja, ihm ist durch ein blödes Missgeschick sein ganzer Fuhrpark abhanden gekommen. Alles weg, und jetzt hat er nur noch ein paar kleine Geräte hier stehen. Müssen wir direkt loslegen gleich. So, hier mal noch schnell das Gewicht ankoppeln. So. Den können wir hier auch mal noch geschwind stehen lassen. Ja, viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, zu dem Missgeschick. Beziehungsweise Missgeschick kann man eigentlich gar nicht sagen. Unfall wohl eher. Und ja, die Versicherung hat natürlich nicht alles wieder erstattet. Und ja, das ist hier das Einzige, was wir haben. Ich mache das mal so, da sieht man es besser. Also zwei Deutsch Agrostar, ein Hürlimann, ein Lamborghini und zwei Drescher. Mehr haben wir leider nicht. Und das sind natürlich auch nicht die größten Drescher. Aber ich denke, für den Anfang sollten die doch reichen. So. Er hat mir ein paar Kurse geschickt für die Helfer. Logischerweise nicht alle. War in der Kürze der Zeit jetzt nicht machbar. Aber für Feld 1 und 4, was direkt hier am Hof ist, reicht es erstmal. Und genau, dann lassen wir den hier nämlich jetzt auch direkt weiter. Wo ist die Maus? Wo sind wir? Feld 1, dreschen, zack, reingeladen. Rad an. Den Rest. So, lassen wir es mal und los geht's. Läuft. Dann der ist voll. Da müsste eigentlich auch gleich der Abfahrer. Den müssen wir dann gleich mal holen, den Abfahrer. Das ist Feld 4. Also dann und Abfahrer einstellen. So. Dann der ist auch voll. Also wir haben auch nur zwei Hänger zum Abfahren. Nur mal so, ja. Ich mache das hier nicht aus Spaß mit zwei Hängern. Also hier hängt auch noch einer dran. Crossplay aufmachen. Die Maus, Allrad an, Fotoumfahrung deaktiviert, wende man über 7 km/h, ah, nee, 10 kann man schon mal haben. Automatisch finden 700, 400, ja, vermutlich eher der da. Jo, das lassen wir alles so, und dann, Kursaufzeichen beginnt? Nee, Quatsch. Feld, oder mal? Eins. Eins. Zack. Müsste eigentlich. Jo, hat er. Dann springen wir an den hier. Crossplay anmachen. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich den auf Maustaste rechts habe, weil ich hier mit dieser Liste. Wenn ich jetzt hier ein Fahrzeug auswähle, mit der rechten Maustaste da reinspringe und dann jedes Mal hier mir Curseplay aufmachen würde, also auf und zu, und da ich das nicht unbedingt möchte, habe ich mir das auf die andere, genau so läuft.
Ja, was auch noch bei den Bekannten jetzt das Problem ist, ihm sind natürlich, er musste die Felder verkaufen, ansonsten hätte er da echt Probleme gehabt. Also vier Felder hat er noch. Und ich soll ihm jetzt halt einfach ein bisschen aus der Patsche helfen. Mehr dazu vielleicht noch später. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Felder abgedroschen kriegen. Also jetzt so, der Drescher fährt jetzt hier zweimal rum, ne, dreimal rum. Und dann mal Schwartablage. Ich wollte die Schwartablage nicht direkt machen, weil der hier im Kurven, also im Kreis fährt und das finde ich immer ein bisschen. Achso, warte mal, das ist ja auch blöd. Das ist scheiße. Was mit dem? Oh, der ist so voll. Während dem Abladen anhalten, genau bei dem ist es. Bei dem ist es dann logischerweise nicht. Aber dann machen wir das jetzt mal. Gut, dann gucken wir mal. Der war abladen, sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Also wir haben auch Kühe und nichts. Also ist alles hier, ne? Zeige ich das mal. Also eine Fuhre Weizen haben wir jetzt drin. Sonst alles leer. Alles leer. Sowas von leer. Ja, hier unten sind die zwei Drescher, da ist der Drescher, der andere fährt ja hier gerade. Ja, sonst haben wir nicht viel. Das Ding haben wir noch, den. Ein Grubber, ja, ne? Sämaschine, ja, das war's. Viel haben wir da nicht. Den Dinger werde ich, glaube ich, gleich mal verkaufen hier. Weil diese Schrottkarre da, also das. Aber komm, da fahren wir zum Händler. Kriegen wir mehr dafür. Okay, das Ding jetzt hier ange. Wie steht denn das überhaupt drin hier? Kriege ich das angehängt? Sind oder? Oder müsste gehen. Hä? Muss ich das vorne anhängen oder wie? Ach so, ja, wahrscheinlich. Ach so, ja, zum richtig arbeiten, was sonst hier rückwärts fahren. So, wo ist denn hier der Händler? Händler, 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 Händler. Ich sehe keinen Händler. Spinnerei, Strand, Wald. Milchvieh, Gartensender, Bank, Händler, da. Da können wir uns gleich mal einen Kurs natürlich auch aufzeichnen. Mal am besten hier vorne starten. Da musst du dann hin. Rechts, links sind dann immer gerade auseinander. Ah ne. Bei der BGA vorbei und dann. Jo. So ein Kurs ist nie verkehrt, wenn man was verkaufen will. Gekauft hat. Kurve. Oh Gott, das geht nicht. Pause. Das geht ja gar nicht, was wir da gemacht haben. Da kann man ja keinen Kurs einfahren. So, weiter geht's.
Krankenschein ab. So, jetzt müssen wir hier dann unterbrettern, dann können wir Gas geben. Hier ist die BGA. Bla. Pfosten ungepfeffert. Jetzt müssen wir hier an der BGA vorbei. Und dann links da vorne so Stoff geben. Grüße. So, hier müssen wir biegen. Oh, jetzt sind wir geradeaus. Also hier ist eine Bank. Ah, das ist die Bank, alles klar. Hier ist ein kleines Dörfchen. Schön knallen wir hier lang. Und da ist der Händler, ich sehe ihn schon. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Outerpoint. Hier einen Park Position. Und dann geht es hier wieder zurück. Dann machen wir hier mal kurz Pause. Dann das Verkaufen-Ding hier. Das hinterm Haus. Fahren wir raus mit dem Trecker, dann lassen wir den neuen verkaufen. Ich möchte das verkaufen, der Rolle. So, dann fahren wir immer rum. Rum. So, und dann Pause raus und ab zum Hof. Oh, da gibt es auch Fersengeld hier. Sechzig auf die Kiste. Kurven immer schön langsam mit Curseplay. Da gibt es Saatgut. Wir haben auch ein kleines Wäldchen vor der Tür, was wir abholzen können. Kacke. Mal schön auf meiner Seite bleiben. Achso, Moment mal, jetzt bin ich aber hier direkt unter dem Trigger vorbeigefahren. Wenn ich jetzt ein. Warte mal, das ist blöd. Wenn ich jetzt hier einen Hänger dran habe, dann schmeißt der direkt Scheiße rein. Das wollen wir nicht, wa? Dann machen wir es nämlich so.
hier kommen. Blöd. So, dann mache ich das so her. Hier noch einen Haltepoint und dann so. Stopp. Und dann machen wir hier Hof. Händler. So. Können wir den Kurs aber noch raushauen? Weil wir können uns eh nichts kaufen. Können uns höchstens wir gucken mal beim Händler. Kipper. So und so. Mist. 15, der kann auch alles laden. Der war halt lieber, der kann noch Dünger und so Krusch laden. 7043, was kann der? Der kann auch alles, der kostet 16.000, 18.000 Lade, 14.000 Ladekapazität, die können wir uns alle nicht leisten. Den können wir dann nehmen. Was kostet denn der? Das war ein Zurück zu viel. Was kostet denn der? Der da 24, ja, siehst du? Schon blöd. Da passen 5. Achso, der kann. Achso, der kann nur Kompost erden. Das ist blöd. 15. 7. Den könnte man noch zweimal kaufen. Kann man die hintereinander hängen? Dann hätte ich 28 bei dem anderen 40. Können wir natürlich auch einfach welche mieten. Ne, können wir kaufen den Standardverbot. Ne, können wir mal einen Schwarz. Schwarz. So, dann lass mal die mal kurz mit dem da holen. Wohin? Zack. Können wir gleich mal gucken, ob der Kurs funktioniert. Zack. Allrad an. Hier ist nämlich noch das andere Ding drin. Ende mal nehmen. Komm mal ruhig mit. So, die sind nämlich voll. Was macht denn der? Macht denn der hier? Nix. Weil. Leck. Wir fahren während dem Abtanken doch besser als hier. Aber das macht er ja auch nicht dann, oder? Halt, ich sitze immer noch im Traktor. Ich wollte in den Treffer steigen. Ach so, mehr. Naja, bringt jetzt nichts, ist blöd. Dann haben wir den mal kurz raus hier, den Kollege. Und dann stellen wir uns rein. Das ist aber auch
Also, sowas Ungeschicktes. Und fährt er auch gleich ab bei 85%. So. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Weil es sind nämlich schon 20 Minuten rum und die Folgen sollen nicht zu lang werden. So, mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich von euch und ich bedanke mich fürs Zusehen. Oh, hat durchdrehende Reifen, das ist nicht schön. Ja, bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.